Wiki Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Patrick. Hallo aus Berlin nach München. Ja, grüß dich. Hallo. Servus. Stell dich doch mal vor, Patrick. Ja, bekannt als J. Patrick Fischer in der Wikipedia, 43 Jahre alt, Diplom-Ingenieur der Chemie vom Beruf her und in der Wikipedia am häufigsten auftreten mit dem Thema Osttimor. Wie bist du denn zu dem Thema gekommen? Ja, ich bin ein leidenschaftlicher Reisender, schon so seit meiner Jugend bin ich da viel herumgekommen und 2002 habe ich Urlaub in Australien gemacht und da war Osttimor gerade mal einen Monat unabhängig im Juni. Und da war ich gerade in Darwin, dachte mir, da springe ich doch mal rüber, habe mir ein Visum geholt von den Vereinten Nationen für 9 Tage, länger ging es gar nicht, habe einen Flug gebucht und bin rübergeflogen mit so einer 2-Propellermaschine. Hatte da als Information über das Land gerade mal so eine halbe Seite Lonely Planet und eine Landkarte im Stil Mein kleiner Weltatlas. Und habe dann versucht, mich da ein bisschen rumzuorientieren und habe dann das Land so ein bisschen bereist in diesen 9 Tagen. War dann so an der Ostspitze, war in den 2 größten Städten, noch einen kleinen Ort in den Bergen. Habe viel gesehen, habe das Land wirklich zu schätzen gelernt, fand die Leute ungeheuer nett. Und als ich dann wieder in Deutschland war, wollte ich was für dieses Land tun. Jetzt haben wir in München hier einen kleinen Verein gehabt, der sich sogar mit Osttimor beschäftigt hat. Der war leider sehr inaktiv, hat nicht viel gemacht, aber eines von seinen Zielen war, das Land bekannt zu machen hier in Deutschland. Und gerade so in der Zeit ging es so los mit Wikipedia, was ist das, da kann man mitmachen, da hat mich dann so angefangen zu interessieren und dann habe ich angefangen zu schreiben so ein bisschen über Osttimor und ein bisschen mehr zu schreiben und da hat mich das Virus gepackt gehabt. Ja, ich habe gerade die Wikipedia-Seite aufgerufen. Osttimor hat 1,17 Millionen Einwohner. Es grenzt im Westen an Indonesien, hat 1975 die Unabhängigkeit von Portugal erlangt, wurde dann von Indonesien besetzt und erlangte am 20. Mai 2002 die Unabhängigkeit von Indonesien und auch die internationale Anerkennung. Da war das also 2002, wo auch die Wikipedia gerade geboren war. Richtig, und im Juni bin ich dann da gewesen eben halt. Hab dann ein paar Fotos noch schön gemacht, auch alles analog, sehr zum Leidwesen. Und vor allem jetzt weiß ich so viel über das Land, ich ärgere mich jedes Mal darüber, was ich alles verpasst habe in diesem schönen Land. Ach so, okay. Du warst seither nicht mehr dort? Seither war ich nicht mehr da. Also meine ganzen Informationen, die ich in der Wikipedia veröffentliche, sind die Arbeit eines Hamsters. Also ich durchforste das Internet in erster Linie, um da Informationen zu finden. Es gibt inzwischen eine ganze Menge wissenschaftliche Arbeiten, hauptsächlich aus Australien, auch eben halt über Themen in Osttimor. Ich verfolge die Medien, bin in der Newsgroup drin. Und dank Facebook habe ich jetzt die Möglichkeit, auch eben halt direkt Kontakt mit Timoresen und mit Leuten vor Ort zu haben, wodurch ich eben auch über aktuelle Ereignisse dann schnell Informationen bekomme und dann es auch schnell in die deutsche Wikipedia bringen kann. Und ja, ich weiß nun gar nichts über Osttimor. Wie ist denn das Land so? Das ist relativ dicht besiedelt? Es ist ungefähr die Größe von Schleswig-Holstein, kannst du dir vorstellen. Aha. Wie gesagt, so ein bisschen mehr als 1 Million Einwohner. Aber nicht so flach. Nee, überhaupt nicht. Also die meisten Leute wohnen in der Küste so noch. Also so gut 100.000 inzwischen jetzt in der Hauptstadt Dili. Von der Küste aus geht es sehr, sehr schnell steil nach oben. Also die erreichen fast 3.000 Meter Höhe, sind sogar noch ein bisschen, der Tata Mai Lau, der höchste Berg, ist noch ein bisschen höher als die Zugspitze sogar. Und so im Landesinneren sehr, sehr gebirgig. Schöne Wanderwege also auch. Also wer einen Bergtour machen möchte oder wer auch gerne klettern geht, würde da eine ganze Menge noch jungfräuliche Steilwände finden. Im Süden dann ein paar kleinere Küstenebenen mit Sumpf,
paar Mangroven und ja, im Osten gibt es auch sogar ein bisschen Urwald sogar noch. Also insgesamt doch relativ dünn besiedelt und auch sehr viele interessante Tiere. Also gerade die Vogelwelt ist da atemberaubend, sehr viele endemische Arten, so über 42 Arten. Und das Meer direkt davor, ein Traum für alle Taucher. Also man braucht, ich kenne keine andere Landeshauptstadt, wo man einfach nur ins Wasser steigt, runtertaucht und schon beim Korallenriffen ist. Eins von ein bisschen weiter außerhalb, so eine kleine Insel vor Osttimor, die zu dem Land gehört, Atauro. Die Korallenriffe gelten inzwischen als die artenreichsten Riffe der Welt überhaupt. Wirklich und noch immer ein großer Geheimtipp eigentlich, weil also viele Leute kommen immer noch nicht dahin. Aber es gibt inzwischen so ein bisschen Infrastruktur auch. Es gibt Tauchtouren auch, es gibt organisierte Touren ins Landesinnere, es gibt ein paar Hotels auch. Also man muss nicht mehr ganz so kompliziert reisen, wie ich es damals gemacht habe, so mit Und wie reist dem man dahin? Über Indonesien, über Thailand Alle oder über? Möglichkeiten gibt es da. Das habe ich auch schön, ich habe auch schon eine Wiki Voyage auch schon darüber geschrieben, da auch. Man kann über Singapur fliegen, das dürfte so die bequemste Methode sein. Günstiger geht es natürlich über Bali. Da gibt es auch, dann gibt es indonesische Gesellschaften, die dahin fliegen nach Dili. Gut, der Ruf der indonesischen Gesellschaft ist nicht ganz so gut. Und von Darwin gibt es dann eben die australische Northwestern, glaube ich, heißt die, die da eben auch nach Dili fährt, fliegt dann eben. Eigentlich ganz angenehm. Also man kann auch das dann schön kombinieren mit einem Urlaub in Australien oder mit einem Urlaub auf Bali oder Singapur, wenn man möchte, dann hat man noch ein bisschen mehr gesehen. Aber inzwischen habe ich wirklich so viele Sachen entdeckt, was es da gibt in Osttimor. Man kann da locker also mehrere Wochen verbringen, ohne dass es einem langweilig wird. Vermutlich auch viele Jahre. Weil Sicher, es gibt drei Hauptvolksgruppen, aber vermutlich noch viele kleine Gruppen, vielleicht auch welche, die noch gar nicht entdeckt wurden. ja, also sagen wir so, das Land ist schon gut jetzt erschlossen einigermaßen, also man weiß schon, wer da ist. 15 bis 30 Sprachen werden da gesprochen, je nachdem, wie man zählt. Offiziell anerkannt sind von der Regierung, glaube ich, 16, die jetzt, das kriege ich alles aus dem Kopf heraus, also die jetzt als offizielle Nationalsprachen noch eine besondere Förderung haben. Als offizielle Landessprache ist Portugiesisch und Tetum. Das ist so die Lingua Franca der Region. Eine kuriose Mischung aus malaiischer Sprache mit portugiesischen Einflüssen. Also leichte Grammatik und gar nicht mal so schwer zu lernen, wenn man da Muße dazu hat. Also gar nicht mal so schlecht für Touristen. Bist du der größte Osttimor-Experte außerhalb Osttimors? Schön wäre das. Ne? Ja, sagen wir mal so, die deutsche Wikipedia ist sicher jetzt inzwischen als Anlaufstelle das Beste, was man im Internet finden kann. Ich gucke immer so ein bisschen auf die Konkurrenz von der englischen Wikipedia und sehe, obwohl da der Australien neben dran liegt, ist es bei weitem nicht so groß oder so strukturiert wie die deutsche Wikipedia. Vor ein paar Jahren war ich bei einem Osttimor-Kongress hier in Deutschland. Da haben sich da mal die Leute, die sich da beruflich damit beschäftigen und die Leute vom Kölner Verein der Deutschen Osttimor-Gesellschaft, der ist ein bisschen größer, haben sich da in Berlin getroffen, so einen kleinen Kongress. Das waren so 30, 35 Leute. Ich kam mir ja so als absoluter Amateur eigentlich, so ein bisschen so klein verdacht, mehr, um Gottes Willen, nur nicht Maus, aber darauf reißen. Aber dann kamen die zu mir und, hey, du hast die Wikipedia gemacht, also super du. Deine Artikel, die benutzen wir immer so als Grundlage, wenn wir dann mal wieder runterfahren nach Osttimor. Und also Toll. wenn die Profis einem Wow. da wirklich ein Lob aussprechen, dann kann man schon sagen, okay, ich habe doch irgendwas auf die Beine gestellt. Wie kommt es zu so einer Osttimor-Gesellschaft in Köln? Gute Frage, da bin ich jetzt überfragt dabei. Also es gab, wie gesagt, zwei Vereine eigentlich in Deutschland. Die Deutsche Osttimor-Gesellschaft, die wirklich in Köln größer geworden ist und auch ein Newsletter rausgibt. Und das Deutsche Osttimor-Forum, das eben halt in München war und seit letztem Jahr endgültig eingestellt ist. Und
also so mit Inaktivität in den letzten Jahren so ziemlich geglänzt hat. Ich meine, die große Zeit der Aktivisten für Osttimor, das war natürlich die indonesische Besatzungszeit, als da unten dann eben Guerillakrieg war und sich die Leute eben eingesetzt haben für Osttimor, für die Unabhängigkeit des Landes. Und seitdem die unabhängig geworden sind, ist das Thema eben auch sehr weit aus der Presse herausgegangen, das Land. Ne? Ja. Nee, aber es gibt immer noch genug zu schreiben und das Land ist spannend. Also passiert immer wieder so interessante so Kleinigkeiten. Jetzt sind sie gerade im Clinch mit Australien um die Seegrenze. Da geht es vor allem um Erdölfelder. Ist gerade vor das UN-Schiedsgericht. Ja. Also ich werde nicht aufhören müssen zu schreiben aus Mangel an irgendwelchen Neuigkeiten von Osttimor. Das ist Okay. nicht zu sehen. Gut zu wissen. Du hast auf deiner Benutzerseite in der Wikipedia geschrieben, dass du inzwischen 51 Länder bereist hast und 5 Kontinente. Richtig? Ja, es ist viel, ne? Also, Ja, das ist es. schon klar. Ich will jetzt auch nicht irgendwie, das irgendwie, das soll nicht negativ klingen, es ist wirklich neugierig. Wenn man in 51 Ländern war, wo innerhalb der Länder ja auch noch Unterschiede sind, kann man die Länder dann noch unterscheiden? So von Erinnerung her? Doch, ja. Ist Also das ich nicht zu meine, viel eigentlich? ich habe zwar schon früh angefangen mit dem Bereisen, also meine Mutter hat bei der Fluggesellschaft gearbeitet, aber ich gab sie Flüge billig. Achso, eine Deshalb, Fluggesellschaft. ja, und die war bei der TAP Air Portugal und ich habe es dann halt eben auch genutzt, dann auch später auch als Student durfte ich dann auch noch billig fliegen mit denen dann und habe es dann richtig genutzt und dann später, als das eigene Geld dann da war, als ich dann berufstätig war, dann habe ich es auch noch mal ein bisschen weitergeführt, zumindest so lange, bis ich dann geheiratet habe und jetzt geht es halt dann meistens eher dann mit meiner Frau dann eher nach Ostasien. Und so in die große Städte, jetzt mit dem Rucksack irgendwo in die Pampas. Ne? Nö, aber man hat Erinnerungen, die man nicht gestohlen werden kann. Also das ist das Schöne beim Reisen wirklich. Das bleibt einem erhalten eben. Und das kann man sagen. Also ich fand eigentlich es viele schöne Orte. Also Island war herrlich, genauso wie Bolivien, Peru. Also es gibt wenige Länder, wo ich sage, aber dass es mal jetzt nicht so interessant war. Aber man hat irgendwie meistens schöne Erlebnisse gehabt und man hat auch was zu erzählen hinterher. Das ist auf jeden Fall so. Ich meine, ich bin allgemein schon so von Familie her international aufgestellt. Meine Mutter ist Portugiesin. Da auch ein bisschen mit das Interesse an Osttimor da auch kommend, ja, weil es ja portugiesische Kolonie gewesen ist. Meine Ehefrau ist Chinesin, also bunt gemischt und dadurch guckt man immer noch ein bisschen außerhalb vom Tellerrand dann auch. Und also was ziehst du daraus? Was macht das mit dir, wenn du reist? Es ist die Neugier auf Neues. Es ist der Wunsch, Sachen mit eigenen Augen zu sehen. Also vor allem die ganzen Sehenswürdigkeiten natürlich auch. Also man sagt immer, das und das muss man mal gesehen haben und dann fährt man hin und erlebt es mal wirklich mit eigenen Augen. Oder man findet dann eben auch Sachen, die vorher niemand einem erzählt hat, von der keiner was wusste und dann kommst du da hin und denkst, boah, das ist ja unglaublich, das ist toll. Also es ist ein Nerven, es ist ein Fernweh, das bedient werden muss, eben halt. Und da bin ich froh, dass ich immer wieder die Gelegenheit habe, das zu nutzen. Also gut, ich meine, jetzt mit der Familie ist es natürlich so, dass sich dann die Reisen so sich ein bisschen dann eben halt in andere Richtungen ausrichten. Wie gesagt, mit meiner Frau Ostasien, so Städtetouren eben halt. Und jetzt, wo die Kleine da ist, wird es halt ein bisschen mehr Europa sein. So ist es halt dann eben halt, wenn dann die Familie kommt, ne? Klingt so ein bisschen wehmütig. Ja, man muss sich halt anpassen, ne? Das bringt also mit, aber hat ja dafür andere schöne Erlebnisse dann eben halt mit der Familie, ne? Genau. Und die Wikipedia profitiert ja sehr von deinen Reisen. Ja, also ich versuche wirklich, wenn ich da unterwegs bin, Fotos zu machen. Das ist eigentlich ein altes Hobby von mir, fotografieren. Das habe ich von meinem Vater geerbt. Er war Fotojournalist, Reporter, später Chefredakteur auch. Also da liegt es so ein bisschen im Blut. Beruflich bin ich ja nicht in die Richtung gegangen letztendlich, aber der Reiz war dann trotzdem da und
Ja, wenn ich auf Reisen bin, dann fotografiere ich halt ganz viel und dann denke ich mir auch immer gleich dabei, ja, könnte auch was für die Wikipedia sein, mache ich mal sicher so ein Foto. Und wenn ich dann zurück bin, gucke ich nach, gibt es schon ein Foto davon, gibt es nicht, gibt es was schlechter, ist es besser. Und gegebenenfalls tue ich dann was eben dann wieder hochladen und dann der Wikipedia zur Verfügung stellen. Sammelt sich auch viel an da, ne? Also zum Beispiel jetzt das Titelbild von den Pandas ist von mir, oder wenn du bei Shanghai guckst, da gibt es ein schönes Foto von der Silvesternacht in Shanghai, von so die Skyline von Pudong. Das so wurde natürlich aus Timor, ein paar Bilder sind auch noch von mir, wobei ich jetzt inzwischen so ein paar Quellen habe, wo ich dann mehr Bilder von denen zugeschustert bekomme für Wikipedia zum Glück. Sonst wäre es auch ein bisschen dürftiger, was es da gibt an Bildern. Ja. Du hast ja noch ein zweites Thema, inzwischen nicht mehr, nämlich Nationalflaggen. Richtig, das habe ich eine Zeit lang gezielt als Projekt gemacht. Ich wollte versuchen, dass die ganzen Artikel über Nationalflaggen erstens mal ausgebaut werden. Nicht nur die Flaggen selber, sondern auch so ein bisschen als Anlaufpunkt für die Flaggen, die es sonst so in dem Land gibt, eben, also zum Beispiel jetzt der Artikel über die Flagge Portugals oder die Flagge Osttimors natürlich, die sind so ausgebaut, wie ich mir das so vorgestellt habe, auch, aber auch ein paar andere von Kroatien zum Beispiel. Ja, es war eine schöne Arbeit. Die Flaggen habe ich schon immer sehr interessiert, auch schon als Kind. Habe auch schon immer gerne gezeichnet gehabt und als ich dann das gemacht habe, habe ich allerdings gemerkt, dass es teilweise auch zu Schwierigkeiten führt in der Wikipedia, ne? Also gerade sobald du jetzt anfängst, eben mit Flaggen zu hantieren, das ist ja nun mal ein Thema, das nicht ganz emotionslos für viele Leute ist. Flaggen Flaggen, aus ja. politischen Gründen, oder? Aus politischen Gründen. Also es geht los damit, dass dann einige Leute sagen, weil das Wort Nationalflagge heißt, ist es was Nationalistisches und deswegen ist es schon mal bäh. Also das habe ich schon mal erlebt, eben mal. Okay. Dann natürlich, wenn du jetzt dann auf den Balkan gehst und da nur schreibst jetzt, welche Geschichte die Flagge hatte, was da eben früher verwendet worden ist oder so, kann es leicht passieren, dass da jemand von der nicht ganz so befreundeten Volksgruppe nebenan kommt und dann dagegen eben auf dann eben loslegt. Natürlich ist es so, wenn du jetzt mit den Nationalflaggen anfängst, kann es sein, dass du jetzt bei jemandem ankommst, der dieses Land so als sein Hauptthema hat und der meint, es müsste vollkommen anders geschrieben werden. Dann muss man sich dann da wieder Wie einigen. geschrieben werden? Was Ja, muss? das ist zum Beispiel jetzt eben, wenn es dann heißt, die Artikel heißt ja normalerweise Flagge Kroatien zum Beispiel, also Einzahl. Ne? Aber wenn du jetzt guckst, zum Beispiel bei der Flagge in Namibis, glaube ich, war es damals, da steht dann Mehrzahl, weil es dann eben halt gewünscht worden ist, dass halt Mehrzahl heißt, weil dann auch über die anderen Flaggen geschrieben wird. Ich glaube, bei Zypern war es auch so ein Problem, dass es da eben halt diesen Konflikt mit Nord- und Südzypern war, dass es da zu einer Einigung kam, wie das jetzt am besten formuliert wird. Bei der Türkei mit den kurdischen Flaggen, da ist letztendlich dann, sind letztendlich dann die kurdischen Flaggen ausgelagert worden in einen eigenen Unterartikel. Solche Sachen kamen, waren so die großen politischen Themen. Und dann gab es aber auch so dann hier und da manchmal so kleinere Streitpunkte, wo es dann so in die Flaggenkunde ging, wo man dann plötzlich mit als jemand, der schon seit Jahren in der Flaggenkunde tätig ist und sich mit dem Thema beschäftigt hat, auf Meinungen stieß von Leuten, die sich damit nie beschäftigt haben, wo es dann Schwierigkeiten gab eben halt. Ne? Und dann ging die Diskussion los. Da hast du auf der einen Seite drei, vier Leute, die seit Jahren sich mit Flaggen beschäftigen und zum Thema in der Wikipedia geschrieben haben und ihre Meinung dazu äußern. Und auf der anderen Seite einen, der fest davon überzeugt ist, dass es vollkommen anders ist. Flaggenkunde ist kein Universitätsfach. Das heißt, es gibt relativ wenig wissenschaftliche Literatur, ne? Beziehungsweise auch nicht gerade so viel wissenschaftliche Bücher, die jetzt allgemein bekannt sind, die jeder, Es was sich gibt irgendwie. keine UN-Charta für Flaggen oder sowas, keine internationalen. Nee, also jedes Land hat seine eigenen Regeln und es gibt eben, was es eben gibt, ist es ein, es gibt eine Gesellschaft, eine internationale Flaggenkundegesellschaft, die da eben sozusagen die Standards setzt, was die Flaggenkunde betrifft. Ach, sowas gibt's schon. Die gibt es schon.
Und ich habe ja schon vor der Wikipedia bei Flags of the World mitgearbeitet. Das ist eine Webseite, die sich mit Flaggen beschäftigt und sozusagen eine der ersten interaktiven Webseiten überhaupt war, so Anfang der 90er, hatte eine Mailinglist, Wo man mitmachen konnte. wo man mitmachen konnte, eben eine Mailinglist, wo da sich die Leute ausgetauscht haben über die Flaggen. Diese Mailinglist, die Informationen daraus wurden von Redakteuren, die das auch ehrenamtlich machen, wurden dann herausgefiltert, ob das sinnvoll, ob das richtig ist und so weiter, und wurde dann in dieser Webseite veröffentlicht. Gibt es immer noch die Seite, ist immer noch die größte Datenquelle und Informationsquelle über Flaggen, hat aber gerade in der Wikipedia so nicht unbedingt nur Freunde. Also das war so einer der schlimmsten Konflikte, der dann letztendlich so auch so mein Ende vorbereitet hat in Sachen Flaggenkunde auf der Wikipedia. Ist Flags of the World nun eigentlich eine reputable Quelle oder ist es nicht? Das war der Streitpunkt. Also da gab es dann eben die Forderung, dass man das auf die schwarze Liste setzt, dass es nicht verwendet werden dürfte. Da wurde versucht, den Artikel über Flags of the World zu löschen. Da wurde Antrag gestellt und Aus welchem Grund? Also was sind die Bedenken? ja, die Begründung ist eben halt, weil das eben von Amateuren gemacht wird und nicht von irgendwelchen Wissenschaftlern, Entschuldigung, aber wenn in der ist Wikipedia es nicht eine andere valide. Seite, okay. Genau, ist es nicht valide und deswegen kann man es nicht als Quelle benutzen. So war die Begründung eben halt. Ne? Und das ist eben halt wirklich sozusagen die Anlaufstelle ist überhaupt. Das wurde erstmal abgelehnt, obwohl es eben noch die größte ist. Und der große Witz dabei ist, Flags of the World steht nicht einfach nur für sich da, sondern ist sogar ein offizielles Mitglied von dieser internationalen Flaggengesellschaft. Ne? Also einen höheren Adelsschlag, also Ritterschlag gibt es da gar nicht. Für die Seriosität dieser Seite. Aber das hat lange gedauert, bis der Streit beendet war. Vor allem der Streit war ja gar nicht mal so sehr ursprünglich wahrscheinlich wegen Flags of the World selber, sondern eher aus einem anderen Konflikt heraus wurde dann eben in diese Richtung geschossen und das hat einige Monate gedauert, bis da eine Entscheidung gefallen war. Und das hat mich geärgert. Ey. Das hatte ich dann ein paar Mal vorher schon gehabt. Wir hatten vorher noch einen riesen Konflikt, wo es darüber ging, über eine Liste, welche Flaggen nun da reingehören und welche nicht. Da gab es einen jahrelangen Konsens, den einer über den Haufen werfen wollte. Wieder gegen vier dagegen, als Einzelgänger. Und ich habe gemerkt in den Momenten wieder mal, dass man bei den Administratoren keine Hilfe bekommen kann, wenn man eben solche Diskussionspunkte hat, dass da irgendjemand sagt, Leute, jetzt Schluss. Das ist jetzt so und so entschieden, dabei bleibt es jetzt eben halt. Sondern da muss man eben durchhalten, wirklich gegen denjenigen, der sich da erschwert, in fachlichen Fragen und da kommt es nur darauf an, wer den längeren Atem hat oder wer es erst einen Fehler macht, dass er gesperrt wird, so ungefähr scheint es zu gehen. Und das wollte ich mir einfach nicht mehr weitermachen und da gesagt, bevor ich jetzt hier ständig Streite habe und noch zu meiner Freizeit, mache ich ja alles freiwillig, mache ja eigentlich alles, um Spaß zu haben. Habe ich dann letztendlich gesagt, nee, Leute, dann doch nicht. Ne? Dann schreibt jemand alles über Flaggen, also ich schreibe es nicht mal weiter drüber. Und ich bin ja leider nicht der Einzige. Ich kenne mindestens drei oder vier weitere Leute aus der Flaggenkundeszene, also auch Leute, die in der Deutschen Gesellschaft für Flaggenkunde tätig sind. Auch natürlich hobbymäßig. Es gibt, wie gesagt, keine Berufsflaggenkundler, die auch bei der Wikipedia angefangen haben und das Schreiben eingestellt haben letztendlich. Das Wegen Thema der Konflikte. wegen der Konflikte eben halt und weil eben halt es im Konfliktfall letztendlich keine wirkliche Hilfe gab. Ist das denn Aufgabe der Admins oder können die das überhaupt leisten? Also sagen wir so, bis jetzt ist es nicht Aufgabe der Admins, sich darum zu kümmern, dass wenn es ein Streit ins Unendliche geht, dass da irgendwann mal jemand sagt, okay, guck mal her, hier sind vier Leute, die sind der Meinung und ich bin zwar jetzt nicht aus dem Thema, aber ich entscheide jetzt, dass es eben halt dann die doch recht haben oder nicht recht haben. Das gibt es einfach nicht. Es gibt niemanden, der eine fachliche Entscheidung treffen will oder kann. Auch nicht von den Regeln her, soweit ich es verstanden habe bisher. Ne? Das Problem ist natürlich dadurch, dass dann Konflikte in die Länge gezogen werden, bis ins Unendliche, bis eben halt einer aufgibt. Weil gerade wenn es um etwas geht, wo es eben keine wissenschaftliche Dokumentation gibt oder wo es eben jetzt losgeht, dass da jemand gegen etwas schießt, wo eben die Fachleute
sie eigentlich einheitlich einer Meinung sind. Du würdest dir das also wünschen, dass das so etwas gäbe, dass so etwas Ich gemacht würde wird? mir wünschen, wirklich, dass es bezahlte Mediatoren gibt, eigentlich von der Wikimedia Deutschland zum Beispiel. Also Oder das von Community Manager oder oder von Mediator. Community, ja, Community Manager, also ich sag mal Mediator, damit es nicht missverstanden wird, dass da nicht man meint, dass da jemand die Community managen und steuern muss, sondern Das klingt, jemand, der das, das, vermittelt. ah, das ist immer dieses, ich habe ein anderes Verständnis von Management. Ich bin ja selber Manager und Manager ist für mich jemand, der halt managt, der den anderen das Arbeiten ermöglicht, von ihnen Verwaltungskram weghält und Entscheidungen herbeiführt, sie nicht trifft, manchmal auch schon, wenn halt gar niemand anderes das tut, aber meistens eben nicht, sondern den anderen das ermöglicht. Und daher auch diese Abwehr gegen Community Management, weil er denken, dann würde sich jemand zum Chef aufspielen, aber so kenne ich das nicht. Ja, nee, wie gesagt, das ist so, wie ich es auch eben jetzt mitbekommen habe, wie da die Leute darauf reagieren, auf dieses Wort, und deswegen sage ich mich lieber Mediator. Letztendlich dann eben hat die Frage, ob dieser Mediator dann letztendlich auch eine Entscheidung treffen muss irgendwann mal, oder ob da irgendwann mal eine Instanz geben muss, die dann im letzten Schritt dann wirklich die Entscheidung sagt, okay Leute, jetzt machen wir es wirklich so, oder es wird abgestimmt jetzt innerhalb von den Leuten und dann ist das klar, Schluss aus. Also auch diese ganzen Meinungsbilder, ich habe jetzt schon so viele Meinungsbilder gesehen, die im Aufbau stecken geblieben sind, wo auch wirklich gute Ideen dabei sind, aber die irgendwie gar nicht vorankommen. Ich frage mich immer, sag mal, wann wird das endlich mal in Gang gesetzt und passiert da noch was oder macht da noch jemand was? Und dann ist wieder die nächste Frage, dann kriegst du wieder die Hälfte der Leute mit, dass da ein Meinungsbild läuft und dann sind wir jetzt dann eben die andere Hälfte wieder beleidigt, dass die nicht gefragt worden sind. Da haben wir noch ein gewisses Manko und ich glaube, wir würden wirklich uns sehr viel leichter tun, sehr viel Energie sparen, wenn wir Konflikte schneller lösen könnten und nicht eben auf die lange Bank verschieben, bis da wirklich das auch bis aufs blutige Messer gekämpft wird. Also ich merke es ja selber, je länger ein Konflikt dauert, desto wütender wird man und desto aggressiver wird auch der Ton eben zwischen den Leuten auch. Und das könnte man sich sparen, ne? Das ist wohl wahr. Na gut, aber ich muss sagen, ich muss ja zugeben, bei der Flaggenkunde bin ich ja dieses Jahr schon wieder rückfällig geworden. So ganz komme ich da nicht weg. Allerdings eher so aus politischen Gründen her. Ich bin ein bisschen sauer geworden, als ich gesehen habe, dass Pegida, unsere lieben Freunde, bei ihren Demonstrationen eine Flagge benutzt haben, die eigentlich gar nicht dahin gehörte. Ich weiß, kennst du diese Flagge da, die so aussieht wie Norwegen, aber mit den deutschen Landesfarben? Nein, das kenne ich nicht. Die Also norwegische schwarzes Fahne ist, Kreuz, glaube ich, roter ja. Grund, blau-weißes Kreuz. Genau, blaues Kreuz auf weißem Kreuz auf rotem Grund und Pegida verwendet eine Flagge, die sieht genauso von dem Design aus, aber schwarzes Kreuz auf gelbem Kreuz auf rotem Grund. Und diese Flagge hat aber eine viel ältere Geschichte, ist nämlich ursprünglich von Josef Wirmer entworfen worden. Und dieser Herr war eigentlich von Stauffenberg als Justizminister geplant, so wenn der Hitlerputsch Erfolg gehabt hätte, also das Stauffenberg-Attentat gegen Adolf Hitler. Hat ja leider nicht geklappt und deswegen ist Wirmer mit seinem Vorschlag, diese Flagge als zukünftige deutsche Nationalflagge zu verwenden, leider auch nicht weitergekommen. Er ist leider hingerichtet worden und diese Flagge verschwand fast in seinen Nachlass, ist aber dann seinem Bruder dann zur also als neue Grundgesetz geschrieben worden ist, vorgeschlagen worden als Nationalflagge. Die CDU/CSU hat das aufgegriffen, diesen Vorschlag, hat das dann eingebracht in den Verfassungskonvent, aber ist nicht durchgekommen. Schwarz-Rot-Gold wurde wieder Nationalflagge. Und die Flagge verschwand dann wieder so ein bisschen so in der Versenkung und tauchte jetzt eben Pegida wieder auf, die diese Flagge als Widerstandsflagge feiern und ja, fleißig herumwedeln damit, aber eigentlich total gegen das eigentlich, wofür sie eigentlich ursprünglich stand. Gibt da ein paar sehr interessante Aussagen auch darüber, eben halt von Leuten, die jetzt da, also zum Beispiel vom Sohn vom Würmer oder von eben der Gesellschaft da eben halt, die sich da befasst hat mit dem Stauffenberg-Hinterlassenschaften. Also die eben diese Wendung sehr kritisieren. Und ich habe das mal alles zusammengeschrieben, die ganze Geschichte. Habe sogar noch einen wissenschaftlichen Artikel gefunden, den ich als Beleg nehmen konnte. Ja, und das ist jetzt ein schöner, lesenswerter Artikel geworden.
die Wirma-Flagge. Ich werde das in den Shownotes verlinken, damit man das wiederfindet. Mhm. Es ist ja so, dass das halt eine Umdeutung ist, ne, was es in der Geschichte immer wieder gibt. Richtig, genau. Ja, und zum Beispiel auf nationalistischen, muss man schon sagen, Demonstrationen werden dann Deutschlandfahnen geschwenkt. Das ist auch eine Umdeutung. Die Flagge war ursprünglich von demokratischen gesinnten Studenten verwendet worden. Ja, ich meine, du siehst ja bei diesen Demonstrationen, siehst du ja eben halt die unsere Deutschlandflagge, also schwarz-rot-gold im Streifen. Du siehst die verschiedenen Bundesländer, du siehst die Wirma-Flagge, die jetzt mehr oder weniger wirklich als Symbol der rechten Szene sich immer mehr ausbreitet, leider zu meinem Bedauern. Finde ich sehr schade, weil es ein sehr schönes Symbol ist eigentlich. Man sieht russische Flaggen, da sieht man am wenigsten wegen, wo die Subbatkinder sind, auch dazu. Ne? Also es ist wirklich so, dass hier wirklich leider nationale Symbole für nationalistische Ziele verwendet werden. Das ist wirklich eine sehr traurige Geschichte. Ich meine, wir hatten ja schon früher, also die Reichskriegsflagge, vielleicht weißt du ja, diese schwarzes Kreuz auf weißem Grund mit Adler drauf, also aus der kaiserlichen Zeit, die wurde ja schon sehr lange von Neonazis verwendet bei Demonstrationen, weil sie eben nicht verboten ist. Ach so. Inzwischen ist die Flagge, gilt es als Ordnungswidrigkeit, wenn du sie bei gewissen Anlässen verwendest, also zumindest in einigen Bundesländern, da kannst du auch Ärger bekommen. Und jetzt wird eben statt der Reichskriegsflagge jetzt neuerdings eben halt die Wirma-Flagge verwendet, weil diese eben halt strafrechtlich oder ordnungsmäßig auch noch nicht irgendwie benannt wird. Das erinnert mich an die Thor Steiner-Diskussion, wo es ja auch um eine Deutung von Symbolen ist und die Nationalisten, die lachen sich einen darüber, dann suchen sich halt ein neues Symbol, wenn irgendeins verboten wird. Mhm. Ja, das ist wirklich ein Punkt, wo ich da sage, also ich will die Wirma-Flagge einfach nicht sozusagen den Rechtspopulisten überlassen. Und man kann jetzt natürlich auch sagen, Wikipedia als politisches Fahrzeug. Nein, ich habe da auch sehr darauf geachtet, dass es da möglichst neutral gehalten wird. Ne? Also keine Aussagen von mir und auch keine Wertungen von mir, sondern schön alles belegt und alles zitiert. Also da lege ich immer sehr großen Wert darauf, dass ich versuche, da auch wenn ich mal eine politische Meinung dazu habe, zu einem Thema, dass ich da möglichst neutral mich halte. Hm. Aber du bist politisch aktiv. Richtig. Jetzt, was wahrscheinlich wieder viele Leute nicht verstehen können, wenn ich schon sage, ich bin nicht so begeistert bei Rechtspopulisten. Ich bin bei der CSU. Das ist der konservative Partei aus meiner Sicht heraus. Ich sehe mich jetzt hier nicht irgendwie in der Nähe zu den Rechtspopulisten, sondern wirklich in der demokratischen Tradition. Und ich nutze meine Arbeit in der CSU eben halt auch dafür, um die Wikipedia zu bereichern. Also ich sage immer, ich bin kein CSUler in der Wikipedia, ich bin ein Wikipedianer in der CSU. Ach, du bist unser Mann in der CDU, in der CSU. Ah, ja. Ja, kann man so sagen. Das heißt also eben halt zum einen, dass wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, also die Gelegenheit nutze, dann eben gleich mal so die ganzen Prominenten dann zu fotografieren, sei es nun den Seehofer oder jetzt der Ministerin Ulrike Schaaf oder wer mir gerade so über dem vor die Linse läuft. Also wir hatten da vor einiger Zeit einen gewissen Herrn Joachim Gauck zu Besuch bei uns im Landkreis. Habe ich gleich mal genutzt, ein schönes Foto zu machen, ein schönes Porträtfoto. Das war dann auch eine Zeit lang das Titelbild von dem Artikel und plötzlich wurde dieser Herr Gauck plötzlich zum Bundespräsidenten gewählt. Mhm. Und das Bild war plötzlich überall zu finden im ganzen Internet. Also ich habe mal so schätzeshalber mal Herrn Gauck und meinen Namen gleichzeitig gegoogelt und da kamen so 20.000 Treffer zustande zusammen. Überall das Foto drauf. Abgedruckt ist sogar auch worden, das Foto. Allerdings wurde eine Zeitung, wo ich nicht ganz zufrieden war, das war die Deutsche Nationalzeitung. Aber die haben sich schön brav an die Lizenz gehalten, Namensnennung und nicht irgendwas anderes noch dazu, sondern nur einfach das Foto abgebildet und na gut, damit muss man halt leben, wenn man irgendwas CC beigibt. Ja, das muss man als Demokrat aushalten. Richtig, ganz genau. Nee, aber hat auch seine Vorteile. Also zum Beispiel, dass jetzt dieses Thema mit der Panoramafreiheit in der Europäischen Union akut wurde,
habe ich dann sofort dann gleich mal unsere Europaabgeordnete, die ich persönlich kenne, angehauen mit dem Thema: Achtung, hier läuft was, da müssen wir wirklich Stellung beziehen, das ist wichtig. Und habe dann versucht, dann möglichst dann jeden, den ich erkannte, da anzusprechen: Hör mal zu, da muss was gemacht werden, das kann so nicht gehen. War auch gleich die Reaktion da auch immerhin. Also immerhin, da kann man sich nicht beschweren. Es hat schon seine Vorteile, weil man Leute dann direkt ansprechen kann, weil dann ist man schneller dran mit den Themen, als wenn man jetzt die langen Wege gehen muss. Dann eben halt, bin ja nicht der Einzige, der politisch aktiv ist bei uns in der Wikipedia. Wir finden ja auch viele von vielen Parteien da auch, die sich auch oft dazu bekennen. Ne? Nee, aber ich meine, ansonsten, natürlich, es ist so, wenn du eine politische Einstellung hast, dann hast du auch eine ganz andere Sichtweise auf viele Themen. Und man merkt es ja bei irgendwelchen Skandalen oder wenn da wieder mal irgendwas großes Thema da Wellen schlägt, dass dann Leute versuchen, irgendwelche Artikel in bestimmte Richtungen zu schieben. Und man denkt sich dann, okay, du weißt, wie hier dies aussieht und was da vielleicht der Hintergrund ist. Du kannst vielleicht gucken, dass es so ein bisschen neutraler gehalten wird. Ich versuche möglichst immer so ein bisschen die Balance dann wiederherzustellen. Hat mich auch schon Kritik eingebracht, aber zum Glück habe ich dann immer wieder auch Leute. Wo hat dir das Kritik eingebracht? Ja, Leute haben dann eben gesagt, ja, guck mal her, ich habe jetzt ein bisschen den Namen von dem gegoogelt. Ich schreibe in der Klarnamen, ne? Jeder kann mich googeln, jeder kann herausfinden, was ich mache, jeder kann herausfinden, dass ich CSU-Mitglied bin, und da auch eine gewisse Aktivität habe. Und das wurde mir auch schon zwei, dreimal so vorgehalten als die große Entdeckung, dass dieser Patrick Fischer ja schließlich ein CSUler ist und deswegen so schreiben würde. Aber ich muss sagen, ich habe Glück gehabt, wirklich, dass ich, also, oder beziehungsweise anscheinend habe ich es anscheinend doch ganz gut hingekriegt, neutral zu schreiben oder sachlich zu schreiben, weil es haben mich auch schon viele Leute in der Wikipedia verteidigt, die nicht aus meiner Partei sind und nicht aus meinem Spektrum, sondern eher sogar aus dem politischen, andere Seite vom Spektrum sind, und ganz klar gesagt haben, nee, der macht hier eine saubere Arbeit, macht eine saubere Trennung. Das ist eindeutig. Und das freut einen natürlich auch wieder, wenn man dann in der Richtung Lob bekommt. Und dein Engagement in der Partei, sind das bestimmte Themen, die, ich meine, Ja, ich kann es mir nicht so also richtig vorstellen. Ich ja, bin. also ich bin lange Zeit so jetzt hier im ich bin im Ortsverband hier bei uns, stellvertretender Ortsvorsitzender Also noch. du wohnst in einem Vorort von München? Richtig, ganz genau, bin hier also in der so lokal eben ein bisschen aktiv. Zweimal für den Gemeinderat kandidiert habe ich auch, bin jetzt nicht reingekommen. Aber meine große Arbeit, wo ich jetzt hauptsächlich jetzt dran sitze, dass ich bin Mitglied im Arbeitskreis Außen- und Sicherheitspolitik von der CSU. Und dort bin ich sogar im Landesvorstand dabei. Also das heißt also, von diesem Arbeitskreis sitze ich da zusammen mit also auch Berufspolitikern im Vorstand und kann also ein bisschen Mäuschen spielen und ein bisschen zuhören, ab und zu mal auch mal so meinen Senf mal dazugeben, wenn es da um die großen außenpolitischen oder sicherheitspolitischen Themen geht, und auch mich da auch einbringen. Das ist das Schöne wirklich, muss ich sagen, wenn man Parteimitglied ist und wenn man sich engagiert. Man hat auch die Chance, eben auch sich selber mal zu Wort zu melden. Das ist vielen Leuten ja gar nicht bewusst. Was ich schade finde. Also ich finde, eigentlich sollte jeder eigentlich sich politisch engagieren und auch ruhig in Parteien eintreten, weil nur so kann man sich auch was beitragen, schließlich, finde ich. Ich bin als sehr junger Mensch mit 18 Jahren in die SED eingetreten, weil ich dachte, wenn ich irgendwas bewirken will, dann sicher nicht in einer dieser Blockparteien. Und wenn ich was bewegen will, dann muss ich es auch von innen heraus machen. So, das war 1987. Und ja, später war mir, ich war dann bei der Armee, war mir schon, war, lernte ich da eine Partei kennen, die ich so nicht vermutet hätte. Also war dann ziemlich schnell klar, dass das in so ein komischer, eigentlich ein Biedermeier-Verein von Ja-Sagern und Abnickern war. Jedenfalls die Leute, mit denen ich da zu tun hatte, hatten mit dem meinen jugendlichen Idealen überhaupt nichts zu schaffen. Und was davon übrig geblieben ist, ist die so ein bisschen die Abwehr gegen große Parteien. Weil die ja quasi, ich weiß nicht, ein riesiges Spektrum an Meinungen irgendwie zusammenfassen. Ja, ich finde das gerade sehr spannend bei der CSU. Also
Natürlich, wir haben auch unsere Köpfe, die wirklich sehr kontrovers sich äußern. Also ich muss sagen, ich mag auch eine ganze Menge Leute, die auch mag ich jetzt überhaupt nicht, die bei uns in der Partei sind. Aber wenn man jetzt mal so schaut, also zumindest bei mir in meinem Kreisverband, also bei mir im Landkreis hier, habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die engagiert sind, die wirklich was für die Menschen erreichen wollen und sich deswegen engagieren, sich einbringen. Und auch wirklich gute Arbeit leisten und fleißig sind und viel Zeit und Geld investieren, um eben fürs Gemeinwohl zu arbeiten. Und ich habe so den Eindruck auch, wir haben auch hier bei uns im Landkreis sicher auch unsere Kakeler und unsere Populisten und Leute, die jetzt auch bei der CSU so jetzt eher auf der rechten Seite stehen. Und aber ich habe so den Eindruck, dass die zwar sich zu Wort melden, aber nicht so ganz dann die Stimme der Partei dann letztendlich dann wirklich dann ausüben und auch nicht so sehr bei den letztendlichen Entscheidungen dann auch Einfluss haben. Also man hört sie zwar, man lässt sie schreien, aber letztendlich, was am Schluss rauskommt, ist dann weitaus demokratischer und sachlicher und seriöser, als man so auf den ersten Blick erstmal erwartet. Also ich meine, die CSU hat ja einen ziemlich schlimmen Ruf außerhalb von Bayern, aber wenn man mal Mitglied geworden ist und dann eben drin ist und dann so mitkriegt, was da für Leute dabei sind, dann sieht man erst, Mensch, es gibt ja auch eine andere Art von CSU. Es gibt nicht nur die, die jetzt große Töne spucken, sondern auch die, die anpacken, die was machen und die wirklich gute Ideen haben und auch versuchen, für die Leute was zu bewegen. Und dann merkt man eigentlich, Menschenskinder, also da läuft wenigstens was wirklich. Ne? Ja, ich habe da riesen Respekt vor. Das ist mir so vor 2 Jahren erst mal klar geworden, als ich mich näher damit beschäftigt habe, wie viel in unserer Gesellschaft von ehrenamtlicher Arbeit abhängt. Und in der Politik, jetzt unterhalb der Länderparlamente, sind ja lauter Freizeitpolitiker in den Ja, Bezirksversammlungen. richtig, Ich, richtig. so, ne, lauter Leute, die ihre Freizeit opfern. Und dann gibt es hier in Berlin Pankow, wo ich wohne, fängt halt so eine Sitzung dann 18 Uhr an und geht bis Mitternacht und die haben da 42 Punkte zu besprechen. Ja, genau. Und Das dann geht es ist. noch am Tag vorher, hast du noch dann die Fraktionssitzung, dann wird noch vorher besprochen, was ist wieder ein Abend verloren. Dann also meistens ein zweites Mal im Monat hat man dann noch irgendeine Ausschusssitzung dann vom Gemeinderat. Dann muss man zu irgendwelchen Terminen hingehen, dass man da sich informiert, irgendwelche Themen, man muss Papiere lesen. Und dann ist natürlich so, wenn du wiedergewählt werden willst, gerade jetzt hier so auf dem Dorf, dann musst du Präsenz zeigen. Das heißt, du musst zu größeren Festen gehen, du musst am besten du bist im Verein irgendwo aktiv oder gleich in mehreren Vereinen oder bist beim Elternbeirat in der Schule mit dabei. Also das ist wirklich ein Fulltime-Job eigentlich im Prinzip, der hier geleistet werden muss und wo man sagen kann, haltet aus und dann kriegst du dann wieder zu hören, dass du wieder irgendwas falsch angeblich entschieden hast und dass du wieder sowieso nur ein Vollidiot bist und kriegst dann wieder eins auf den Deckel von der Presse oder so, von der Lokalpresse, weil es gerade dem Reporter so gefällt. Und dann kannst du schon Frust ausüben, ne? Ja gut, also ich meine, ich bin jetzt bei der Kommunalpolitik, wie gesagt, nicht mehr so aktiv und auch ein bisschen wegen der Familie. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen außen vor, aber auch jetzt meine Sache da mit dem Arbeitskreis. Ich meine, ich muss zu den Sitzungen fahren, die sind sonst wo in Bayern auch, sind schön verteilt, ne? Die Fahrt, die kriege ich nicht bezahlt. Die muss ich aus der eigenen Tasche bezahlen. Ne? Beispielsweise. Also reich wird man damit nicht. Politik ist ein teures Hobby. Ja, Demokratie ist harte Arbeit, würde ich auch sagen. Ne? Das ist nichts Richtig. Leichtes. Das ist viel Zeit, viel Gehirnschmalz, was man reinstecken muss. Man muss viel aushalten, man muss durchhalten auch viel. Das ist, ja, das habe ich während meiner Präsidiumszeit bei Wikimedia Deutschland so gelernt. Das habe ich da mitgenommen, weil da auch plötzlich die Politik ausbrach. Ja, und ich bin gerade dabei, mich zu erholen jetzt im zweiten Jahr. Na, also das hält man auch nicht lange durch, wenn man dann nur immer gegen was arbeiten muss oder gegen einen gearbeitet wird. Ja, klar. Ja, und das sehe ich dann halt, dann verstehe ich dann auch, wenn eben demokratische Parteien zusammenarbeiten. Große Koalition ist nicht gut, weil die
halt es kein Kampf gibt, kein Vergleich der verschiedenen Konzepte. Aber sie ist gut, weil halt Demokratie ist. Und wenn es um die Sache geht, kann man eben auch zusammenarbeiten. Und dann gibt es aber wieder, wie du schon sagtest, eben Gruppierungen, mit denen man nicht zusammenarbeiten kann. Richtig, ne. Ich meine, wenn du mal guckst, im Gemeinderat, da siehst du ja eigentlich auch so, dass es meistens so ist, dass da eigentlich die Partei gar nicht mal mehr so viel zählt. In den meisten Fällen sind die eigentlich alle Leute derselben Meinung, weil es eigentlich in Sachfragen selten wirklich unterschiedliche Meinungen Sinn machen. Da hat man eigentlich ein Fachthema, da gibt es eine richtige Lösung, eine falsche Lösung und die meisten sind eigentlich immer derselben Meinung, das ist, halten sich daran. Das ist eigentlich meistens parteiübergreifend. Es gibt eigentlich relativ wenige Themen, wo es dann wirklich dann in das parteipolitische dann geht, wo dann die verschiedenen Fraktionen dann gegeneinander arbeiten. Meistens wird dann irgendwie so mitten durch die Fraktionen durch dann eben abgestimmt. Also das gerade im Gemeinderat ist ja wirklich sehr so, dass die Leute noch wirklich eigenständig entscheiden. Ne? Glaube ich aber übrigens auch beim Bund und beim Land ist auch eigentlich, dass es da auch nicht so ist, dass es die Leute so sehr bevormundet werden. Ne? Da ist schon jeder seine Stimme, finde ich jedenfalls. Schön, also ja. Weil ich von anderen, die mit Politik zu tun haben, ich habe neulich einen Podcast gehört mit von dem Vorsitzenden des BER-Ausschusses in Berlin. Mhm. Wie heißt er? Martin Delius, dass eben viel auf den Fluren gemacht wird, dass man dann eigentlich in der Sitzung nur noch das, was vorher besprochen wird, dann so abstimmt. Ja, das ist dann eben halt die Vorarbeit dann eben halt natürlich dann, das ist dann jetzt in den großen Parlamenten, ne? Also im Gemeinderat, es sind kleine Wege, man kennt sich ja auch und hängt auch ein bisschen vom Bürgermeister ab, wie schnell man jetzt die ganzen Unterlagen jetzt da vorgelegt bekommt, eben auch, ob das vielleicht erst zur Sitzung geschieht, dass man da irgendwelche Themen hat. Aber letztendlich ist es so natürlich, Kommunikation gibt es immer. Die Bürger kommen ja hin direkt zum Gemeinderat und sagen, hör mir zu, du, ich habe hier ein Problem, das und das und das. Und dann fragt dann der erstmal nach bei der Gemeindeverwaltung, ja, was ist das Problem jetzt hier, warum ist das so? Und dann wird darüber gesprochen, ob es eine Lösung gibt. Und dann wird es im Gemeinderat vielleicht dann mal eben als Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Und im Idealfall ist dann die Lösung schon vorbereitet. Dann wird die nur dann abgestimmt und dann passt es dann wieder. Ne? Okay. Schön ist, wenn es natürlich so klappt. Natürlich gibt es Streitpunkte immer wieder mal, ne? Sonst wäre es ja langweilig. Ach du meine Güte. Das wäre ja der Tod der Politik, wenn es dann langweilig ist. Nee, aber das ist auch wieder eine Sache, wo man, wenn man so eine etablierte Partei hat, dann hat es einen Vorteil, dass es eben halt feste Strukturen gibt, dass es schon eine gewisse Stabilität gibt. Das fand ich ja ungeheuer schade bei den Piraten zum Beispiel. Ne? Also ich meine, die hatten tolle Ideen. Die hatten gute Ideen wirklich, nicht zu sagen. Die Grundidee von so dieser direkten Demokratie innerhalb der Partei, dass jeder direkt bis in die oberste Spitze mit reden kann, moralisch gesehen ja auch absolut richtig, aber man sieht ja eben leider auch, wie es dann genauso wieder bei Wikipedia, es geht dann die Diskussion los und dann gibt es eben halt immer wieder welche, die dann absolut nicht der Meinung sich anschließen und die dann eben anfangen zu krakeelen und wenn es eine Partei nicht einfangen kann, dann zerbricht sie daran eben halt. Das haben wir beim Piraten leider sehr deutlich gesehen. Bei der AfD hoffe ich noch, dass wir es noch sehen werden. Schauen wir mal. Du hast zwei Musikstücke ausgewählt. Richtig, ja. Also ich muss sagen, ich hatte... Das eine hat mich sehr überrascht. Das hat mich sehr überrascht. Das habe ich in der Schule noch gelernt. Die Moorsoldaten. Ja, siehst du, ich habe das bei den Pfadfindern gelernt. Bei den Pfadfindern, ja. Ah, ja. Bei den Pfadfindern, ja. Genau. Also schönes Lagerfeuerlied auch gewesen. Und ich muss sagen... ist ja auch ein bisschen gruselig, so ein bisschen dumpf und niedergeschlagen und die Haut runter. Trotzdem kämpferisch, ja. Ja, aber gleichzeitig dann eben halt auch wirklich wieder aus einer Historie heraus, aus einer wichtigen Geschichte heraus eben halt, die einen bewegt und vielleicht auch gerade wieder deswegen ein Lied, das man nicht vergessen sollte. Und ich muss sagen, die Version, die ich da rausgesucht habe, die ich da gefunden habe in der Datenbank, die du mir gesagt hast, die hat mich deswegen so beeindruckt, weil das, also jedenfalls jemand singt, der nicht deutscher Muttersprachler ist, aber mit so einer Inbrunst, mit seinem Akzent singt, das fand ich gleichzeitig komisch, wie auch auf eine gewisse Weise rührend und bewegend, wie er so
Das macht er richtig toll, finde ich. Und deswegen habe Der ich es singt es auch so ein ausgesucht. bisschen zackig, also die, wie ja Marilyn Manson auch deutsche Wörter benutzt, weil die so ein bisschen zackig klingen. Und hier der Sänger Joe Bilox, nee, David Rovix, der übertreibt es fast ein bisschen in die Richtung, aber dadurch kriegt es auch noch eine besondere Dreh. Ich fand noch eine zweite Version da von dem Lied, die habe ich zuerst gefunden gehabt. Da war das dann fast opernmäßig gesungen worden, so richtig Okay. mit tief aus dem Brustkorb heraus. Passte überhaupt nicht. Aber hier wirklich, also diese Version, die fand ich doch interessant und die habe ich mir sogar runtergeladen auch. Also die hebe ich mir auf. Okay, und das zweite ist Chatham County Line. Ja, genau. Also habe ich mir jetzt gesagt eben halt, dass ich da ein bisschen was Fröhliches mal da aussuchen wollte, einfach dass so ein bisschen gute Stimmung da verbreiten soll und Bisschen Bluegrass, ja. bisschen Country-Fan bin ich ja. Unter anderem mit meinem Musikgeschmack ziemlich breit eigentlich. Aber Country hat einen schönen Vorteil, dass man meistens mitsingen kann. Gut, das ist jetzt ein Instrumental, aber verbreitet eine schöne Stimmung und dachte mir, das ist doch genau das Richtige, was Fröhliches da noch zum Schluss. Dann werde ich die beiden jetzt nacheinander abspielen. Ich danke dir für dieses super interessante Gespräch. Ja, kann geschehen. Das war faszinierend. Ich danke dir und wünsche dir noch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns mal. Ja, servus dann. Ja? Bis dann. Ciao. Tschüss. Das Auge blicket Moor und Heide nur ringsum. Vogelsang uns nicht erquicket, Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Hier in diese öden Heide ist das Lager aufgebaut, wo wir werden von jeder Freude hinter's Dacheldraht verstaut. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Auf und nieder gehen die Posten, keine kann hindurch. Flucht wird nur das Leben kosten, wer wach ist, umsaumt die Burg. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Spaten ins Moor. Gibt es kein Klagen, ewig kann nicht Winter sein. Einmal werden vor wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten. Thank you very much.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.